Im VAZ in St. Pölten veranstaltete die Arge Baugewerbe ihren ersten Zukunftstag. Einen ganzen Tag lang drehte sich hier alles um die wichtigen Zukunftsthemen der Baubranchen. Das sind sozusagen 14 Innungen, die sich zusammengeschlossen haben unter der Federführung der Sparte Gewerbe und Handwerk, um gemeinsam Aktivitäten, um gemeinsam Thema zu setzen. In mehreren Workshops wurden die Trends von morgen erörtert. Verschiedene Aussteller präsentierten ihre neuesten Produktinnovationen. Experten, Behörden und Institutionenvertreter diskutierten über aktuelle Herausforderungen. Es können sich Firmen, die sich gemeldet haben, präsentieren. Aber nicht nur Firmen, wir haben auch Institutionen da, wie die Finanzpolizei und die österreichische Gesundheitskasse. Ja, und manche Firmen, die Bauwirt-Urlaubskasse haben wir da, und da können sich unsere Mitglieder Informationen holen, können Probleme besprechen, können sich Anregungen holen und bei unseren Aussteller eben sich informieren um ihre Produkte. Politikberater Peter Filzmeier stellte in seinem Impulsreferat die Kommunikation und deren Argumente für das Baugewerbe in den Mittelpunkt. Dabei gehe es um mehr Expertenkommunikation statt Lobbyismus. Kompetenz ist mehr gefragt als Image. Im Abschluss bildete ein Roundtable-Gespräch, in dem die Bedeutung der Arge Baugewerbe hervorgehoben wurde. Immerhin beschäftigen die 20.000 Betriebe der dazugehörenden 14 Branchen an die 100.000 Mitarbeiter, bilden 5.000 Lehrlinge aus und erzielen einen Jahresumsatz von 8,7 Milliarden Euro. Eine erste Publikumsumfrage vor Ort ergab eine 100%ige Zustimmung zu diesem Zukunftstag. Die Besucher befürworteten auch eine Fortsetzung dieser Gemeinschaftsveranstaltung. Wir sind wahnsinnig zufrieden, wir sind glücklich, er wurde angenommen, wir sind weiter mehr als 1.000 Leute. Also was will man mehr?